die Lords und die Ladies, heute gibt's mal wieder einen heißen Drink und zwar den Cuban Winter. Ja, als ob's in Kuba Winter werden würde, ha? Huh? Ich habe mich mal belesen, die kälteste Temperatur durchschnittlich sind 19 Grad und zwar im Januar. Die Temperatur auf Kuba, jetzt wieder noch ein bisschen unnützes Wissen, schwankt zwischen 22 bis 27 Grad durchschnittlich über den Jahresverlauf. Am heißesten ist es im August mit bummeligen 32 Grad Celsius. So, haben wir dahinter, was denn Winter in Kuba meint? Hier ist aber kalt. So, deswegen brauchen wir ein Glas, das Hitze ab kann. Und das ist zwar nicht das Glas eines Zimmermanns, aber dafür das Glas eines schwedischen Möbelhauses. So, und die sagen, das kann auch ein bisschen Hitze ab. Ich werde hier also ein bisschen was Warmes einfüllen, nämlich warmen Apfelsaft und warmen Ananassaft. Aufpeppen werde ich das Ganze mit einem von diesen kubanischen Rums. Der heißt ja Cuban Winter, ne? Da solltest du am besten einen kubanischen Rum nehmen. Welcher ist relativ egal, aber schön gelagerten, also 7-jährigen, seht ihr hier, schön Mulatta, Ron Rumbero, ist auch nicht schlecht. Oder halt den Standard Havana Club 7, ne? So, das Rezept ist auch gar nicht so verdammt schwer. Man nehme, ich fülle erstmal ein, hier 1 cl Zimtsirup, komm, muss sein, um da ein bisschen noch mehr Süße reinzubringen und den Rum entsprechend zu kontern, obwohl so schlimm ist dieser Rum ja auch nicht vom Härtegrad her, ne? So, haben wir aber hier erstmal lecker süß. Und was ich natürlich schon gemacht habe, warmer Apfelsaft und warmer Ananassaft habe ich vorbereitet. Also werde ich jetzt nicht hier ewig lange warm machen. Müsst ihr mir einfach glauben, ich habe es zusammengekippt. Also werde ich es nicht einzeln ins Glas gegeben, sondern einmal, Vergleich. Einmal das Ganze zusammen, löst dann hier auch schön den Sirup auf. Ihr seht schon, Glas beschlägt, jawohl, das ist heißes Zeug. Ja, und was fehlt jetzt noch für den Cuban Winter? Der Cuban! Ja, also hier, wunderbar, der Rum. Davon sollen es 5 cm sein, also nehme ich mal hier einen großen Messbecher. Jawohl. Und tu da 5 cm Kub. Spanischen Rum rein. So, Freunde. Lalalalalalalala. Ja, soll ja auch Spaß machen, ne? So, hoho. Ah, verändert auch gleich die Farbe. Wie schön. Also, 5 cm Havana Club. Und jetzt wird gesagt, zur Deko kann man da noch schöne Apfelscheibe dran ballern und dann noch ein paar Zimtstangen. Ich bin kein Freund davon, Gewürze einfach nur zur Schau zu stellen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier irgendwie vordrapieren, damit das hübsch aussieht. Und da ist er, der Cuban Winter, Freunde. Stilecht muss ich das Ganze noch einmal kurz umrühren, damit der Zuckersirup nicht unten bleibt. Zack, haben wir jetzt auch erledigt. Oder muss ich auch mal probieren, ne? Also nützt ja nix. Ich muss euch hier sagen, wie das Getränk hier schmeckt. Auf euer Wohl. Finde ich fast schon ein klein bisschen zu holzig. Also demnach, vielleicht nehmt ihr doch lieber einen 3-Jährigen oder einen Especial. Ist ja eine Mischung, ne? Also von daher, ob ihr da einen 7-Jährigen rum reinpacken müsst, weiß ich nicht. Oder nehmt einfach einen von denen hier. Die sind ja auch ganz lecker. Aber auf jeden Fall. Ich meine, warmer Apfelsaft und anscheinend auch Ananassaft mit Rum. Was kannst du da falsch machen? Gar nichts. Also leckeres Getränk für den Winter. Auch wenn ihr dann mal draußen steht. Quasi im Schnee. Oder halt drinnen auf die Leute nach draußen guckt, die im Schnee stehen. Auch ein schönes Getränk dafür. Hauptsache, ihr habt's hübsch drin und ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer wenn ihr das Video mochtet. Zeigt's mir doch mit einem kleinen Like, kommentiert's gerne oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, holt das mal fix nach, denn dann kriegt ihr solche Videos auch ganz gerne in eure YouTube-Vorschläge. So, und ja, ich habe hier noch ein bisschen was vor mir und euch sage ich Tschüss und bis zum nächsten Drink.